Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, heute soll es um diese Haustür hier gehen. Die hatte ich ja letztens mit euch gemeinsam eingebaut gehabt. Darüber gibt es auch ein extra Video. Das werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Und heute möchte ich mit euch so ein bisschen über die Sicherheitskriterien sprechen, beziehungsweise euch so ein bisschen beraten. Und das machen wir in meiner Werkstatt. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So. Ja, da sind wir auch nun endlich angekommen in der Werkstatt. Ich habe so ein paar Sachen mitgebracht, die werde ich euch im Laufe des Videos mal ein bisschen zeigen und näher bringen, damit ihr das Ganze so ein bisschen mehr verstehen könnt. Dieses Video ist in Kooperation mit fensterversand.com entstanden. Alle wichtigen Links, zwecks Einbruchschutz, worauf ihr achten solltet, checkt doch einfach mal am Ende des Videos oder jetzt gleich die Videobeschreibung. Dort werdet ihr nämlich alle Sachen finden, die ich jetzt euch so erzähle. Ja, wo fangen wir an? Eine Haustür, eine Wohnungsabschlusstür, eine Haustür in einem Mehrfamilienhaus. Es gibt ja wirklich unterschiedliche Haustürgruppierungen oder Gruppen. Und heute soll es ganz speziell um die Haustür in ein Familienhaus gehen. Denn dort sind die Einbrüche ungefähr, also man kann sagen, so 10% finden die da statt an dieser Haustür. Hört sich jetzt in der ersten oder hört sich jetzt wenig an, ist aber wirklich viel, denn Gelegenheitsdiebe haben meistens einen flachen Schraubendreher in der Hand, eine Kneifzange oder eine Kombizange und damit bekomme ich eine wirklich einfache Haustür innerhalb von 1-2 Sekunden wirklich ganz, ganz schnell auf. Und um das zu verhindern, möchte ich heute mit euch mal ein bisschen näher darauf eingehen, wenn ihr eventuell vorhabt, euch eine neue Haustür zuzulegen, worauf ihr da achten solltet. Was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, 40% aller Einbrüche geschehen durch ein Fenster und 40% durch die Terrassentür. Da bleiben jetzt letztendlich noch 10% übrig, so ganz, ganz grob. Und diese 10% sind beispielsweise durch die Nebeneingangstür, durch die Garage, Kellertür eventuell, vielleicht das Dachfenster über dem Balkon. Das sind so die anderen 10%, die man so sagen kann. Ja, womit legen wir los? Von vornherein, bevor man sich dann eine neue Haustür zulegen oder kaufen möchte, sollte man natürlich die Lage abchecken. Das heißt, man sollte es den Einbrecher so schwer wie möglich machen. Eventuell einen Bewegungsmelder irgendwo installieren, dass es wirklich sehr, sehr großes Licht gibt oder der ganze Eingangsbereich hell ausgestrahlt ist. Oder Büsche und Bäume, die eventuell die Sicht von der Haustür verdecken könnte, sollte man eventuell kleiner schneiden oder erst gar nicht hinpflanzen, sodass der Eingangsbereich wirklich sichtbar ist für die Nachbarn oder für fremde Leute. Denn der Einbrecher ist meistens sehr, sehr scheu, möchte natürlich nicht erwischt werden. Das heißt, wenn er da am Rumhantieren ist, es geht meistens um Minuten oder Sekunden. Und wenn er da gestört ist, dann wird er wirklich ganz schnell flüchten und ein zugewachsener Eingangsbereich lockt natürlich ideal die Diebe an, denn dort sind die geschützt. Ja, es gibt, habt ihr bestimmt schon mal gehört, im Fenster- und Türbereich gibt es Sicherheitsklassen von RC1 bis RC6. Da möchte ich heute nicht so genau drauf eingehen. Ich kann euch nur sagen, RC1 war mal früher die Widerstandsklasse WK1, RC2, WK2. Das könnt ihr eventuell im Internet nachlesen. RC1 ist ein Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt wie Gegentreten oder Gegenspringen. Das heißt, Randalierer, Rempler oder Leute, die sehr gewaltsam sind, wollen in die Wohnung rein, die schlagen einmal gegen, sind da drinne. Das verhindert die Klasse RC1. RC2 ist für Gelegenheitstäter oder Diebe, die wirklich, wie gesagt, so einen Schraubendreher in den Taschen haben, die mal schnell rangehen und etwas hebeln wollen, eventuell den Profilzylinder mit einer Zange packen wollen und raus und das Schloss aufbrechen wollen. Dagegen schützt die Klasse RC2. Die hält auch ungefähr 3 Minuten so ein Einbruchversuch stand. Diese Klassen werde ich euch alle unter dem Video nochmal verlinken, könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. RC6 ist wirklich eine sehr, sehr hohe Klasse. Die meisten Haustür- und Fensterlieferanten oder ja, Firmen, die bieten meistens immer RC2 an. Das wird auch von der Polizei so empfohlen. Ihr könnt euch mal gerne bei euch im Ort
die Polizei einladen. Das machen die meistens kostenlos. Oder ich glaube, das ist sogar kostenlos. Da ruft die an, dann kommen die rum, dann gibst du wirklich so einen Bogen und dann gehen die systematisch Stück für Stück das Haus oder die Wohnung durch und beraten euch dann nochmal separat, speziell für das ganze Haus. Und die empfehlen auch immer eine Haustür oder ein Fenster speziell mit der Klasse RC2 ja, mindestens auszustatten oder auszurüsten. Aber was macht eine sichere Haustür aus? Bevor wir uns diese Frage stellen, möchte ich nochmal auf die Materialien eingehen. Es ist letztendlich egal, ob ihr euch eine Holzhaustür kauft, eine Kunststoffhaustür oder eine Aluminium- oder Holzaluminium-Haustür kauft. Denn wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Haustür haben mit der Sicherheitsklasse RC2, in Holz, dann bekomme ich auch eine Tür in RC2 in Holz. Denn es gibt verschiedene Möglichkeiten heutzutage, dass ich auch dieser Prüfnorm gerecht werde. Das heißt, ich würde euch letztendlich darauf, auf meinen Geschmack würde ich zählen, beziehungsweise auf mein Bauchgefühl würde ich setzen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Haus habe, was ja schon Holzfenster hat, und ich möchte auch wieder ein Holzfenster oder eine Tür haben, weil ich das Material sehr gerne mag oder anfassen mag, dann würde ich auch wieder eine Holzhaustür nehmen. Sagt ihr, ich möchte eher eine Tür haben, die sehr wartungsfrei ist, beziehungsweise eine Oberfläche, dann könnte ich zum Beispiel eine Kunststoffhaustür empfehlen, die eine Oberflächenbeschichtung hat, beziehungsweise eine Folierung mit einer Holzstruktur. Denn der Laie kann heutzutage sehr, sehr schwer unterscheiden, ob das wirklich schon eine Holz- oder eine Kunststoffhaustür in Holzoptik ist. Wer auf eine sehr elegante Variante setzt und eckige Kanten haben möchte, oder was heißt eckige Kanten, aber klare Linien, dem würde ich ganz klar eine Aluminiumhaustür empfehlen. Oder für staatliche Einrichtungen, Schulen, Kindergärten, dort sowieso, denn eine Aluminiumhaustür hält ein bisschen mehr aus als so eine Haustür aus Kunststoff oder Holz, kann man sagen. Denn dieses Material ist ein bisschen kräftiger ausgelegt und kann somit auch viel, viel mehr aushalten. Dennoch sind diese drei oder vier Türenvarianten oder Materialien ziemlich sicher, wenn ich jetzt, wie gesagt, sage, ich möchte eine Haustür in RC2 haben. Aber was macht denn eine sichere Haustür aus? Schauen wir uns meine Haustür an. Die Punkte, die am wichtigsten für mich erscheinen, ist ganz klar die Verriegelung bei einer Haustür. Des Weiteren folgt natürlich die Bandseite, was für Bänder ich verbaue. Danach ganz, ganz klar die Füllung, was für eine Füllung ich in eine Haustür verbaut habe. Dicht gefolgt natürlich von dem Beschlag, von der Drückergarnitur und natürlich von dem Profilzylinder, was ich denn dort für einen Profilzylinder verbaut habe. Fangen wir einfach mal bei einer Haustürfüllung an. Es gibt unterschiedliche Varianten von einer Haustürfüllung. Was ist überhaupt eine Haustürfüllung? Die Haustürfüllung ist im Grunde das Innenleben bzw. die Tür, die ich sehe. Es gibt wirklich unterschiedliche Varianten von Füllung oder Füllungsarten, damit ich halt jeden Geschmack gerecht werde. So eine Füllung gibt es beispielsweise als Einsatzfüllung. Das heißt, diese Füllung wird in den Haustürflügelrahmen eingesetzt von innen. Das heißt, innen habe ich dann ringsherum Glasleisten und die Füllung hat außen dann eine kleine Dichtungsebene. Viele mögen das heutzutage nicht mehr, denn in dieser Dichtungsebene sammelt sich viel Schmutz ab. Man muss häufiger die kleine Dichtungsebene putzen oder es sieht optisch gar nicht mehr wirklich angemessen aus. Heutzutage geht eher der Trend rüber in einer flächend überdeckende Füllung. Das heißt, die Füllung ist von außen mit den Türrahmen wirklich verklebt. Und das ist auch eine sehr, sehr sichere Variante, denn ich kann diese Füllung nicht mehr irgendwie austreten oder aufhebeln. Bei einer Einsatzfüllung, die kann ich ganz schnell mal, was heißt ganz schnell, ich muss schon ein bisschen Kraft aufwenden, aber es ist möglich, dass ich diese Einsatzfüllung wirklich raus oder eintreten kann. Das ist bei einer flächenbündigen Füllung nicht möglich. Die flächenbündige Füllung kann ich natürlich außen sowohl auch innen machen. Es ist meistens innen eine geschmackliche Angelegenheit, ob ich wirklich innen auch die Glasleisten bzw. die Dichtungsebene nicht mehr sehen möchte. Wo wir gerade bei der Füllung sind, gibt es natürlich viele Füllungen mit einem Glaseinsatz. Warum Glas? Man möchte meistens den Flur oder den Innenbereich, der sich hinter der Tür verbirgt, hell ausscheinen mit sehr, sehr viel Licht. Und da spielt natürlich Glas eine sehr, sehr große Rolle gegenüber dem Einbruchschutz. Denn Glas kann ich ja
kennt ja jeder, schnell einschlagen und schon bin ich drin und kann die Tür öffnen. Natürlich gibt es dort auch spezielles Sicherheitsglas. Es gibt heutzutage wirklich von einer Zweifachverglasung bis zur Dreifach- oder sogar Vierfachverglasung. Das ist einfach der Wärmedämmwert. Und hinzu gibt es dann nochmal ein VSG-Glas. Das VSG-Glas wird meistens oder ist die äußerste Scheibe. Das sind einfach zwei Scheiben miteinander verklebt und in der Mitte ist eine Folie. Das heißt, wenn ich dort einen schweren Gegenstand, beispielsweise einen Hammer, gegenschlage, kann die äußerste Scheibe nicht kaputt gehen, beziehungsweise nicht so schnell, denn die zwei Scheiben werden mit der Folie zusammen gehalten. Das heißt, der Einbruch wird hier nochmal erschwert. So eine VSG-Scheibe wird auch meistens oder sehr oft innen verwendet, beispielsweise in Schulen oder in ein Treppenhaus, denn wenn jetzt mal jemand stürzt, gegen die Scheibe schlägt, kann es nicht zu schweren Verletzungen kommen, denn die Folie hält ja nochmal die Scheibe zusammen. Das heißt, ich kann mir nicht meine Arme oder sowas aufschneiden. Jedenfalls nicht so dramatisch. Darauf solltet ihr unbedingt darauf achten, dass ihr wirklich eine VSG-Scheibe außen habt, beziehungsweise P4A-Verglasung. So eine genannte Füllung, ob es jetzt Einsatzfüllung ist oder flächenüberdeckende Füllung von außen, gibt es natürlich auch nochmal mit einer Aluminiumlage. Wenn ihr jetzt eine Haustür habt in Aluminium, ist es schon mal sehr, sehr gut. Wenn ihr eine Kunststoffhaustür habt, ist die Füllung meistens nur aus Kunststoff. Das heißt, ihr habt innen und außen eine Kunststofflage und beispielsweise man könnte das Ganze jetzt ganz schnell durchbohren und man wäre dann drinnen in der Haustür oder man sägt ein Loch hinein, was eigentlich relativ jetzt selten vorkommt, aber es wäre jetzt möglich. Deswegen, wenn ihr eine RC2-Haustür haben wollt oder möchtet, würde ich euch nochmal empfehlen, bei einer Kunststoff- oder bei einer Holzhaustür auf eine Aluminiumeinlage drauf zu achten. Das sind so die Punkte, worauf ihr achten solltet bei so einer Füllung. Bei der Haustür, die ich jetzt eingebaut habe, könnt ihr sehen, dass ich 4 oder 5 Glasfelder habe. Und selbst wenn jetzt ein Einbrecher diese VSG-Scheibe, wenn er genügend Zeit hat, bekommt er letztendlich auch diese kaputt. Und wenn er jetzt da durchkommt, ist natürlich der Ausschnitt ziemlich klein und es hilft oder bringt ihn wirklich wenig. Deswegen würde ich darauf achten, dass ihr nicht wirklich so ganz, ganz große Glasausschnitte bei so einer Haustür nimmt. Na klar, kann man das Ganze auch durch eine Dreifachverglasung sehr gut schützen, aber wenn ihr wirklich eine sehr, sehr sichere Haustür haben möchtet, würde ich sehr, sehr kleine Glasausschnitte wählen. Kommen wir nun zur Verriegelung. So eine Verriegelung bei einer Haustür ist eigentlich das Wichtigste, denn so ein Gelegenheitsdieb geht, wie gesagt, ganz schnell mal bei mit so einem Schraubendreher und versucht, die ganze Tür aufzuhebeln. Wenn eine Haustür mit einer 5- oder 10-fach-Verriegelung nicht abgeschlossen ist, bringt mir diese Verriegelung relativ wenig, denn ich komme da auch wirklich dann ganz, ganz schnell mit so einem Schraubendreher ran. Dafür gibt es ein Halbautomatikschloss, das heißt, wenn ich die Tür zumache, verriegelt die schon zur Hälfte. Das kann ich zum Beispiel empfehlen, wenn ihr Kinder zu Hause habt, denn die vergessen das sehr, sehr oft. Die gehen einfach raus zum Spielen, ziehen die Tür zu, schließen nicht ab und dann ist die Tür auch nicht abgeschlossen. Da empfiehlt sich ganz, ganz klar ein Halbautomatikschloss. So ein Schloss oder beziehungsweise so eine Verriegelung bei einer Haustür fängt, glaube ich, bei einer Dreifachverriegelung an und geht dann weiter mit einer Fünffachverriegelung. Ich würde euch empfehlen, eine Haustür zu wählen mit Schwenkhaken. Diese Haken kommen raus, wenn ich die Haustür abschließe und schwenken wirklich in das Schließstück hinein. Das heißt, wenn ein Einbrecher jetzt versucht, mit einem Schraubendreher die Tür aufzuhebeln oder mit einem Kuhfuß, gelingt ihm das nicht sofort, denn diese Schwenkhaken greifen in das Schließblech hinein und es ist sehr, sehr schwer, dann die Haustür wirklich aufzubekommen. Das kann ich euch auf jeden Fall sehr nahelegen, mindestens eine 5-fach-Verriegelung zu wählen mit Schwenkhaken. Des Weiteren, wer zu Hause kleine Kinder hat, ihr kennt das wahrscheinlich noch von früher, es gab ja früher diese hässlichen Ketten in den Türen, die hat man dann rangemacht, hat die Tür aufgemacht und geguckt, wer da war, um sicher zu gehen, dass das kein Fremder ist. Heutzutage gibt es eine sehr, sehr moderne Variante und zwar nennt sich die Türspaltsicherung. Das ist einfach ein Drehknauf, den ich betätigen kann und die Kette befindet sich heutzutage in der Tür drinne, in der Verriegelung. Das heißt, ich kann die Tür eröffnen und kann gucken, wer da ist und die Tür auch wieder verschließen. Zusätzlich ist das auch wieder ein
Fünfter oder Sechster oder je nachdem, wie hoch die Verriegelung ist, ein zusätzlicher, man kann sagen, Einbruchschutz. Wenn ich nämlich diese Verriegelung betätigt habe und der Einbrecher kommt doch irgendwie durch und kann die Tür öffnen, bleibt er an diese, ja, an diese Sperre nochmal dran hängen und es kostet ihm wieder mehr Zeit. Alternativ kann man zum Beispiel einen digitalen Türspion in der Tür einbauen oder auch gleich mitbestellen. Darüber gibt es ein separates Video, wie ich sowas mal eingebaut habe. Das werde ich euch mal hier oben verlinken. Oder ihr bestellt das Ganze gleich mit. So ein digitaler Türspion ermöglicht euch einfach durch eine kleine Kamera, die in der Tür eingebaut ist, die auch nicht gleich sichtbar ist. Viele denken einfach, das ist ein Türspion, wo man hindurch guckt. Und in drinnen habt ihr ein Display, da braucht ihr einfach nur auf den Knopf drücken und dann könnt ihr bequem nach draußen schauen, um zu gucken, wer draußen vor der Tür steht. Denn es gibt ja auch Verglasung oder Füllungen, die komplett geschlossen sind oder Verglasung, die satiniert sind, so ein bisschen milchig oder Struktur haben, denn dort kann man auch nicht gleich jemanden erkennen, der jemand Fremdes erkennen, der draußen sitzt oder steht. Als nächsten Punkt, den ihr beachten solltet bei so einer Haustür, ist der Profilzylinder bzw. die Drückergarnitur oder das Drückerschild, was ich für einen Griff verwenden sollte. Es gibt natürlich unterschiedliche Varianten. Letztendlich ist es das Ziel von so einer sicheren Haustür, dass ich diesen Profilzylinder, der eine oder andere kennt so einen Profilzylinder bestimmt schon mal oder hat den schon mal ein- und ausgebaut. Das Ganze ist sehr, sehr einfach, sowas zu wechseln. Darüber gibt es natürlich auch Videos von mir, die sind so ein bisschen älter. Ich werde euch die einfach mal unten in der Videobeschreibung hinzufügen. Da könnt ihr mal schauen, wenn ihr mal so einen Profilzylinder auswechseln wollt. Was macht so ein Profilzylinder? Ganz einfach, so ein Profilzylinder öffnet bzw. betätigt unsere Verriegelung. Und so ein Profilzylinder kann man natürlich auch aufbrechen oder knacken oder aufbohren. Und um den zu schützen, gibt es spezielle Drückergarnituren bzw. einen Aufbohr- oder einen Kernziehschutz. Darauf solltet ihr auch unbedingt achten, dass ihr ein Kernziehschutz habt bei so einer Haustür. Das heißt, ich kann diesen Profilzylinder nicht mit einer Zange fassen und zerbrechen, denn der Schwachpunkt bei so einem Profilzylinder ist die Mitte, denn dort wird der Profilzylinder mit einer Schraube gehalten. Und wenn ich jetzt vorne eine Zange ansetze, kann ich diesen Profilzylinder problemlos wegknacken und somit aus dieser Haustür herausziehen und kann die ganze Verriegelung öffnen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr so einen Profilzylinder sehr gut schützt. Durch einen Aufbohrschutz oder von vornherein nochmal zusätzlich einen sehr, sehr guten Zylinder auswählt. Aber was bringt uns eine wirklich sehr, sehr gute Verriegelung, ein Kernziehschutz und ein Profilzylinder und eine sichere Füllung, wenn die Bandseite dort, wo unsere Haustürbänder sitzen, nicht richtig gesichert ist? Dort solltet ihr auf jeden Fall Räumbänder verwenden und eine Bandseitensicherung. Eine Bandseitensicherung gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. In die Haustür, die ich verbaut habe, wurden zwei Stücke eingesetzt. Das heißt, wenn ich die Tür schließe, verhaken die förmlich miteinander. Beziehungsweise wenn dort Druck drauf kommt durch einen Kuhfuß oder einen flachen Schraubendreher und derjenige versucht, die Tür dort aufzuhebeln, dann wird die Tür mit zwei Keilen, kann man sagen, eine Keilfunktion, wirklich blockiert und damit kann ich die Tür nicht wirklich nach innen drin hinein aufdrücken oder aufhebeln. Darauf solltet ihr auch achten, auf so eine Bandseitensicherung. Die kann ich auch jedem wirklich sehr, sehr empfehlen. Das sind so die Punkte, die ihr beachten solltet auf der Homepage fensterversand.com. Dort findet ihr alle wichtigen Infos nochmal zu einer Haustür bzw. auch zur Fenstersicherung, worauf ihr dort achten solltet. Wenn ihr nochmal ein spezielles Video haben wollt zu einer Fenstersicherung, worauf ihr dort achten solltet, dann würde ich einfach sagen, macht mal hier mit bei der Umfrage, denn dann würde ich nochmal ein extra Video darüber machen. Ja, das war es auch gewesen mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch so ein paar Tipps geben und so ein bisschen weiterhelfen. Ja, das ist ja an sich eine sehr, sehr sichere Haustür. Und ich würde sagen, hier sind die nächsten zwei Videos von mir. Hier ist der Abonnier-Button, falls du mich noch nicht abonniert hast. Und ich habe jetzt Feierabend und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder.